Hallo und herzlich willkommen zu deinem wöchentlichen Horoskop. Heute schauen wir uns den Verlauf dieser Woche an und was du erwarten kannst. Auf diesem Kanal werden regelmäßig Tages-, Wochen- und Monatshoroskope hochgeladen. Um keine Horoskope zu verpassen, abonniere diesen Kanal kostenlos. Los geht's! Zu Beginn der Woche, Skorpion, fühlst du dich vielleicht zu intensiven und dramatischen Erlebnissen hingezogen. Versuche jedoch nicht, die subtileren und zahmeren Gelegenheiten zu übersehen, die sich dir bieten. Das liegt daran, dass Venus, der Planet der Liebe und der Beziehungen, sich mit Mars, dem Planeten der Leidenschaft und des Verlangens, in deinem achten Haus der Intimität und der Verführung in einer Linie befindet. Diese himmlische Paarung hebt deine weiche, fürsorgliche Seite hervor und lässt dich nach einem romantischen Partner verlangen, der sowohl sexy als auch fürsorglich ist. Um eine solche Person anzuziehen, solltest du versuchen, diese Qualitäten selbst zu zeigen. Egal, wie dein aktueller Beziehungsstatus ist, du solltest immer daran denken, dass einer der schnellsten Wege zum Herzen deines Partners durch den Magen führt. Da der Valentinstag vor der Tür steht, solltest du dir überlegen, ob du nicht ein besonderes Essen oder einen Snack zubereiten willst, um deine Zuneigung zu zeigen. Einige Ideen sind Champagner und Himbeeren, ein kochend heißes Gericht mit leckeren Beilagen oder sogar die Verwandlung deines Schlafzimmers in einen romantischen Essbereich für ein einzigartiges und intimes Erlebnis. Sorge dich nicht um Perfektion oder darum, deinen Partner mit deinem Aussehen oder deiner Garderobe zu beeindrucken. Konzentriere dich stattdessen darauf, authentisch zu sein und deinem Partner dein wahres Ich zu zeigen. Ab Donnerstag beendet Mars seine Rückläufigkeit und bewegt sich wieder vorwärts, was deinen Beziehungen wieder ein Gefühl von Vertrauen und Stabilität verleiht. Sei jedoch vorsichtig mit Menschen, die versuchen könnten, dich zu täuschen oder aus dem Nähkästchen zu plaudern. Bleib dir selbst treu und tue nichts, was nicht mit deinen Werten übereinstimmt. In den nächsten Monaten hast du vielleicht die Möglichkeit, eure Beziehung auf die nächste Stufe zu heben und vielleicht sogar eine Heirat in Betracht zu ziehen. Aber überstürze nichts, bevor du dazu bereit bist. Vertraue auf deine eigene Führung und bewege dich in einem Tempo, das sich für dich angenehm anfühlt. Am Samstag steht Venus im Konflikt mit Uranus, was zu Spannungen und möglicherweise sogar zu passiv-aggressivem Verhalten führen kann. Wenn du dich aufgeregt oder reaktiv fühlst, solltest du versuchen, dich aus der Situation zu entfernen und dir etwas Zeit nehmen, um dich zu beruhigen. Wenn die Ursache des Konflikts dein Partner oder deine Partnerin ist, solltet ihr euch eine Auszeit nehmen, bis sich die Spannungen gelegt haben. Denk daran, dich auf deine eigenen Bedürfnisse und Wünsche zu konzentrieren, anstatt dich in das Drama zu verstricken. Wenn du deine Integrität bewahrst und dir selbst treu bleibst, kannst du die astrologischen Einflüsse dieser Woche mit Anmut und Gelassenheit meistern. Vielen Dank fürs Zuschauen. Teile dieses Video gerne mit deinen Freunden und deiner Familie. Hinterlasse auch gerne einen Kommentar. Schaue morgen wieder vorbei, um dein neues Horoskop zu sehen. Bis bald.